Hatte ich, glaube ich, schon gemacht im eigentlichen Spiel, aber hier halt nicht. Also im anderen gespeicherten. Als wenn jemand mit Kräuter anfangen könnte hier, der gute Sephiroth. Keine Chance. Kein Plan davon. So, das war's schon. So. Also wir haben hier sämtliche Waffen abnehmen. Ich weiß nicht, ob sie mir auch Rüstungszeug wie das hier abnehmen werden. Ich schätze mal schon. Das auf jeden Fall. Das kaum. Das wohl auch nicht. Übrigens habe ich einen Bug verpasst. Ah, Silberhelm. Der ist nicht magisch, oder? Das wäre ärgerlich, wenn ich den verlieren würde. Vielleicht muss ich doch meine Truppe aufteilen. Wenn der weg ist, muss ich meine Truppe aufteilen. Den will ich behalten. Das wäre schön doof dann. Ah, das gibt's ja nicht. Wenn es mir echt daran scheitert, dass ich meine Truppe nicht aufteilen, aufteilen muss. Egal. Wir werden sehen, was uns abgenommen wird. Ich bin gespannt. Ich speichere nochmal, weil aus Gründen, die ich nicht beschreiben kann. So, ab geht's. Ja. Ja. Geschafft und bla. Was? Ach so. Ja, ach. Komm. So. Mal husten, weil... Oh. Falsche Richtung. Wie es aussieht. Mist, kenne ich schon. Okay, ich komme doch nach Osten, wenn ich wollte. Aber hier ist eine Stadt, sehe ich gerade. Vielleicht findet sich da noch ein netter Schmied, auch wenn er ein bisschen teurer sein dürfte. Dann werde ich da nochmal ganz kurz... Was ist der krank auf einmal? Werde ich nochmal ganz kurz... Paralyse. Ah, geht nicht. Und neu laden. Ich habe das Gefühl, dass der komische Frosch das vielleicht macht, den wir da treffen. Nein. Aber ich habe gerade der gespendet auch noch, ne? Super. Und der wird auch noch krank dann. Hat sich ja gebracht. So. Ja, hilft ja nichts. Bin gespannt, was jetzt ist. Alle gesund. Grund zu speichern für mich. Auf Test. Jedenfalls kann ich ein bisschen Geld erstehen wahrscheinlich dort in den Tavernen. Und vor allem meine... Waffe vielleicht reparieren, das ist halt nicht ganz verkehrt. Das würde für mich passen. Und theoretisch könnte ich ja auch meine aufgeteilte Truppe ran. Ich weiß noch gar nicht, wen ich dann nehmen soll, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, es wurde empfohlen, dass man 2 nimmt. Und nicht 3 oder 4. Egal, jedenfalls kann ich dann immer noch vielleicht die Leute sogar da lassen, in dem, wo ich jetzt hingehe. Ah, hat sich ja gelohnt hier. Und jeweils dann den entsprechenden in einer sicheren Stadt lassen. Wäre halt eine Idee. Mitten auf dem Weg liegt eine Leiche eines riesigen grauen Steinbocks. Das arme Tier ist offensichtlich verhungert. Ja, ach, eine Herberge bloß. Kann ich hier die Gruppe aufteilen? Schätzungsweise nein. Ja. Das ist natürlich ungünstig jetzt. Ich guck nur mal. Ach, ist ja alles neu zu erkunden hier. Ach, verdammt. Ich kann hier nicht rumdüdeln irgendwie, oder? Ich muss eigentlich echt nochmal in die Stadt zurück. Ich kann mir die Karte gerade echt nicht angucken. Das ist natürlich ärgerlich. Hilft nix. Ich muss nochmal zur Stadt. Ich meine, ich könnte doch in den Sumpf theoretisch wieder gehen, so ist es nicht. Wasser. Sehr gut. Also letzte Vorbereitung, bevor ich jetzt doch noch nach Luwan gehe. Ich habe das immer Gefühl, dass das ja auch nicht Herberge bloß war. Und keine Stadt. Denn die wäre, glaube ich, weiter weg gewesen, oder? Oh, ein Kampf. Juhu!
Schröter. Greift den Schröter an, der hat verdient. Auch fiese Geräusche macht er auch noch. Bleib, wo du weißt es ja. Na, noch ein Schröterchen. Die einzigen beiden, die gerade zu sehen sind. Ob es da bleibt, weiß ich natürlich nicht. Stirb! Das war einfach. Die machen echt viele Geräusche, bis sie so klein und käferartig sind. Muss ich mal so sagen. Ne, du musst nicht angreifen. Du bist ein Dolch, der ist langweilig. 10 Schaden, sehr gut. Also, Schaden läuft. Den ich anrichte. Oh, er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Ende. Ja. Und der Bruder Schlaf kann sowas zur Folge haben, ne? Ja, natürlich. Oh. Guck einer an. Das ist ja praktisch. Als ihr die Anlegestelle erreicht, seht ihr gerade einen Schiffer, der sein Boot belädt. Er will in 4 Stunden ablegen und würde euch für folgende Preise mitnehmen. Allerdings müsst ihr sofort aufs Boot und voraus im Voraus bezahlen. Ja, ab nach Tiefusen, ne? Da wollte ich sowieso was hin. Passt für mich. Ein Ruck geht durch euer Schiff. Der Schiffer steuert das linke Swellufer an und betrachtet den Schaden. Wir werden wohl 1 bis 2 Stunden hier liegen bleiben müssen. Ah, oh, Idiot. Nochmal anlegen, Reparatur überprüfen. Okay, toll. Frau Mamur, springen dunkle Gestalt. Ja, Kampf. Das war keine Orks. Was ist das hier? Räuber? Einfache Räuber. Au! Räuber Hauptmann. Au! Sag mal. Das reicht's mir aber. Feuer! Oh, ich habe die Schafsmann nicht gesehen. Das geht so schnell weg. Mann, Mann, Mann. Aua. Das mochte der wohl nicht. Dem Zauber angegriffen zu werden. Pech, würde ich sagen. So. Dann zickeln wir dir mal ein bisschen. Zack. Jawohl. Schaden, dass ich sehen lassen kann hier. Boah. Hammermäßig. Dam, da. So. Auch einmal einkreisen. Macht sich einfach besser fürs Kämpfen. Gib ihm. Jawohl, das habe ich mir gedacht. Sie hatte kein Leben mehr. Ja, bleib hier stehen, was soll's. Bisschen netter Köder für den Typ da unten. So. Auch toller Schaden. Wir stellen uns mal zum Hauptmann. Nicht, dass der uns entkommt, das wollen wir nicht. Er ist der wichtigste von allen, den wir töten müssen. Gibt im Zweifel auch die meisten AP. Aber das eben töten und AP und nicht töten und abhauen AP ist hier aber noch so ein Stück weit ein ungeklärtes Rätsel. Also das... Trotzdem, vom Gefühl her ist es immer besser, die auch tatsächlich zur Strecke zu bringen, muss ich sagen. Boah! Fressen viel Schaden von mir. Da kann ich kaum klagen. Und weg mit dir. Mist, hat die dreht. Aua, ah, ungekontert. Und gekontert. Ich glaube das ja nicht. Jetzt aber weg, siehst du. Ha! Toller Hauptmann. Das ist mein eigener. Mist. Das sieht doch so grün aus. Idiot. Manu. Na? Frosch im Hals. Hüsterchen. So, das wird ein bisschen so bleiben, glaube ich. Mit dem Husten. Das habe ich immer noch wochenlang nach einer Erkältung. Frecherweise. Das soll jetzt entsprechend wohl nicht ausbleiben. Hilft alles nichts. Kann ich wochenlang nicht aufnehmen, nur weil ich ein bisschen Husten habe. Das haut nicht hin. Das haut überhaupt nicht hin. Aua. Ja, ja. Und jetzt nochmal einen Rücken und war's das. Ah, die hast ja ein bisschen durch, ne? Ach, stimmt, da war ja was. Dann doch nicht.
So, nimm das. Oh. Hat er bloß gelacht drüber, na, was soll's. Nimm das. Das tat ihm schon eher weh. Nimm das nochmal. Mist, er hat sich gedreht. Hör auf, dich zu drehen. Geht auch für dich. Ich mag keine Drehen im Gegner. Noch einer weniger. Und den letzten holen wir uns auch noch. Ich weiß ja nicht, ob jeder Gegner konsequent immer flüchtet bei wenig Leben. In Teil 1 war das gefühlt so. Kann aber durchaus sein, dass es hier Gegnerklasse gibt, die aber nicht flüchten, weil sie ein gewisses Ehrgefühl haben. Oder warum auch immer der Grund das jetzt sein mag. Und jetzt später dann bis zum letzten Ende hier stehen bleiben. Und die haben bisher keine Anstalt zur Flucht gemacht. Aber egal. Ja, Schwerter. Ja, ja. Müssen wir gleich, wenn wir hier wie, oh, nach Tifusen kommen, eh gleich wieder verkaufen. Passt sehr gut. So. Oh, was? Wir sind abgeschmissen worden? Ich bin noch gar nicht da, wo ich hin wollte. Na toll. Egal. Hä? Völlig falsch. Was ist das hier? Mitten im Wald auf einer Tempel, okay. Zartempel. Einfach mal beten, weil es geht. Ah! Ich glaube, Taya wurde gerade geheilt, oder? Hast du im Blickwinkel was gesehen? Na? Na? Ja. Okay. Weg fortsetzen. Wir müssen sowieso jetzt schlafen gehen. Ah, das kann ich echt den ganzen Weg zu Fuß latschen. Das gibt's doch gar nicht. Was sagen meine Rationen so? Auch alles da gut. Alles in Ordnung. Zack, zack. Plötzlich wacht er ja auf. Irgendwas ist da, ja. Aber warte, das hört man, ich wollte... Nein, stopp. Oh, ich habe vergessen, nach den AP zu gucken. Nein. Oh, falsche Richtung. Dreck. Oh, toll. 11 AP bekommen wir es hier. Mist. Ich wollte doch... Stopp. Unterbrechen. Umdrehen. Ich wollte doch hier gar nicht hin. Mist. Ah, Ochse. Egal, ich habe Schwerter bekommen, die kann ich teuer verkaufen. Ist schon mal ganz gut. Übrigens gibt es in Lowang die Option, irgendwie ganz viele Schwerter zu spenden. Bei so einer speziellen Stelle. Und dafür ganz viele AP zu bekommen jeweils. Ich glaube, jetzt waren 100 AP pro Held. Pro Spender, pro entsprechend hoher Spende. Wie ich das genau machen soll, weiß ich noch nicht, denn mir werden ja alle Sachen abgenommen, wenn ich dahin gehe. Aber es geht irgendwie. Aber ich denke mal, man kommt aber erstmal nach in Lowang drin ist und nachher wieder rauskommt aus Lowang. Gibt es garantiert, ich geh mal weg von dem, ne? Gibt es garantiert eine Art Geheimweg oder so, den man nutzen kann, um immer raus und reinzukommen. Man muss ja noch mehrmals raus und reinkommen. Und ich glaube, kommt man jedes Mal dann quasi mit dieser Orkblockade zu tun hat oder Waffen geklaut bekommt, das wäre ganz schön ätzend. Und entsprechend nehme ich an, kann ich dann später leicht Schwerter reinschmuggeln. Und da ist natürlich die Frage, willst du Geld haben oder willst du Erfahrungspunkte? Ich sage ganz klar Letzteres, zumal ich mir Geld auch einigermaßen sicher, wenn auch langwieriger durch den Prozess, durch Klauen und so weiter natürlich erwirtschaften kann, ist auch ganz klar, ne? Natürlich könnte ich mir auch alle neue Schwerter quasi magisch machen lassen und die dann so reinschmuggeln. Aber ob es das bringt, ich denke nicht. Zumal ich diesen langen Weg gehen muss bis zur Stadt und ich wirklich 20 Schwerter oder sowas brauche. Zumindest beim erstmaligen Abgeben. Und das einem mitzutragen auf so einen langen Weg ist schon ätzend genug, finde ich. Ja, das hat gereicht. Guter Mann, dieser Magier. Guter Mann, der Zwerg. Guter halber Mann. Jetzt habe ich mir eine halbe Spielstunde rumgekriegt. Und bin Lowang kein Stück näher, sondern viel weiter weg davon. Sehr gut. Und ich bekomme dafür AP. Ich finde das tatsächlich gut, weil ich
will ja nicht wirklich nach Lofang, denn ich habe echt Bammel davor, dass es ätzend werden könnte, einfach mit den Schwertern und so weiter und alle Waffen, die abgenommen werden. Das ist keine Sache, die ich unbedingt haben will. Was war das gerade für krasser Konter? Zweimal gekontert, einmal zwei, einmal 8 Schadenspunkte. Guter Mann. Guter Mann. Kontern kann er gut. Bei diesem dicken Ogers, Mann. Ob sie mal rankommt, glaube ich, ist alles vorbei. Das lohnt sich nicht mehr. Ja, Konter, sehr gut. Ja, Ogre ist ja auch mal sehr einfach kontern, warum auch immer. Na, wir versuchen es mal. Ach so. Vier, dann komme ich auch nicht mehr dran jetzt. Na, geht doch. Na, ja. Sehr gut. Ach, jetzt sehen wir auch mit dem können eigentlich. Sieht kein Schwert, kann ich trotzdem verkaufen beim Händler oben. Na, ist egal. Oh, jetzt muss ich wohl da lang, ha? Hä? Sackgasse, oh nein! Ah, verdammt, ich... Wie komme ich denn nach oben jetzt? Oh. Hier ist keiner? Ein Spiel ist gerade abgestürzt, glaube ich. Es passiert gerade nichts. Ja, okay. Linksklick, rechtsklick, mehr kann ich ja nicht machen. Escape, klick hierauf. Ja, das ist eindeutig abgeschmiert. Das Pferd bewegt sich auch nicht mehr. Och nö! Och nö! Und ich habe gerade überlegt, ob ich zu speichern will hier am Rastplatz. Das habe ich nicht getan. Ach, Dreck. Och, Mist. Oh. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, bis gleich nach einem kleinen Neustart, ne? Mhm. Joa.